Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin Sidebi und begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Lotus Online. Hier zusammen wieder mit dem Cristiano, den Pasos, den Lebendig, den Willi, den Joe und damit sagt doch mal alle hallo. 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 Guten Abend. Obwohl, ich sehe Joe gar nicht. Nö, wird bei mir nicht angezeigt. Nö, nee, mir auch nicht. Gut, dann ohne Joe. Er war aber gerade beim Join auf jeden Fall dabei gewesen. So, wir fahren heute wieder mal Koblenz. Heute mal, ja, Abendstimmung hier. Das war eigentlich schon mega duster hier. Aber es ist jetzt 19:30 oder sowas, war das irgendwie. Und fahren jetzt den Weg, den wir jetzt in der letzten Folge hergefahren sind, fahren wir jetzt im Dunkeln praktisch wieder zurück. Allerdings nicht mit dem GT6, sondern mit dem KT von BLV. Und das bedeutet, erstmal wieder aufrüsten, bis zum geht nicht mehr. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hier hingeht. Gucken, ob ich das überhaupt noch kann hier. So. Ich glaube nicht. Oh, ich krieg's nicht hin. Also, ich würde es nicht hinkriegen, aus dem Kopf jetzt, beim KT. Beim GT geht's und beim R2.2B geht's auch, aber beim KT habe ich absolut keine Ahnung. So, erstmal müssen wir ja hier. Genau. Ich krieg das nicht hin, ich mag das Fahrzeug nicht. So, das läuft, dann Licht an, Innenbeleuchtung an, so, und jetzt, los geht's. So, müssen wir gleich noch schildern und dann, ja, wundervoll. Dann haben wir schon wieder eine weitere Folge hier. Heute mal Abendstimmung. Macht er. So, dann haben wir die Linie 012, Route 02. Zum Hauptbahnhof. Ja, ja, passt. Meine Anzeige nicht. Deine Anzeige geht nicht? Geil. Ich kann nur 12 Schilder nennen. Ja, hast du wahrscheinlich vergessen, die FIS-Datei. Du wirst die FIS-Datei nicht ausgewählt haben, ja. Das war bei mir beim ersten Video auch passiert. Ach, der KT ist schon schön. Ich würde das noch so feilen, wenn irgendwer mal den T6 baut. Den T6A2. Also, ganz ehrlich, ja. Wenn du dich selber ransetzen willst, ich kann dir zumindest ganz viel Fotomaterial liefern. Nee, das kriegt die hin. Schaffe ich nicht. Ja. Du brauchst eine Grundschablone oder irgend sowas. Nee, aber so texturenmäßig könnte ich dich da gut unterstützen. Ah, ich sehe das Repaint, was du hast jetzt. Ich kann lauter. So, die einspurige ist jetzt meine. Nee, doch noch nicht. Davor kommt noch eine Haltestelle. Wer schildert nicht immer automatisch? Der Nachläufer, wenn ich jetzt vorne was eingebe. Hauptbahnhof und hinten dann wird nicht automatisch mit angezeigt. Na, ich glaube, hinten geht doch gar nicht, oder? Ah, nee, ich glaube. Achso, nee. Da fragst du mich jetzt. Nee, bei KT für die. Okay. Das weiß ich ja, das sind so. Ich muss schon sagen, ich bin schon lange nicht mehr mit dem KT gefahren. Schon. Lange nicht mehr. Ganz lang. Ja, das ist aber ein schönes Fahrzeug, ja, also. Ja, schön ist das schon, keine Frage. Ich habe auch schon andere Traktionen. Oh, da habe ich zweimal BKV-C hier, diese Schulchen. Ihr spawnt und ein KT von. So, die Einspurig ist das belegt von mir. Bitte Achtung.
Ja, ich sehe da einen schönen. Guck mal an, die Strecke fährt. Da hinten fährt lebendig irgendwo lang. Ich hab keine Ahnung, ich muss sie irgendwie drehen, aber ich weiß nicht. Dreh dich. Ich hoffe immer, dass ich jetzt richtig rauskomme, wenn ich so umfahre. Ich hab nur 8 Minuten Zeit, Mappa. Nee, bist wieder nicht richtig, oder? Kannst du einfach kurz da stehen bleiben, dann fahre ich da noch in den Betriebshof rein, dann kann ich sprechen, glaube ich. Ich sehe, dass du deine Scheinwerfer an- und ausmachst. So, und das stellt euch jetzt mal noch denn mit VR vor. Absolut geiles Gefühl. Oh, der Lebendige. Wenn der Zug entgegenkommt, oder was? Das ist schon, ja, da bewegt sich aber was im Lotus. Ja, das ist schon eine ziemlich coole Sache. So, ich würde es in eingleisigen Bereich befahren. Also eingleisiger Bereich gesperrt. Basisgefährt eingleisigen Bereich von Betriebshof Richtung Hofgarten Nord. Jo, kannst einfahren. Wie gesagt, ich stehe in der Endstelle Hofgarten. Gut. Und der Phasus hat soeben die eingleisige Strecke zwischen Betriebshof und Hofgarten Nord verlassen. Eingleisige Strecke ist wieder frei. Bimmelt denn da die ganze Zeit? Das war so fast lange Pause. So, machen wir überschlagene Wände, Willi? Ich hab noch 5 Minuten, bis ich hier fahren muss. Was? Das ist der Luxus. Der Luxus. Ja, bei Bio ist das normal, aber bei dir kann ich das so wirklich nicht verstehen. So, ich habe mich jetzt professionell gedreht. Na, die ist ja erst vor 5 Minuten losgefahren. Nee, der ist schon länger. Bin ja schon wieder fast am Hauptbahnhof. Ich hab meine Uhr hier im Auge. Aber ich bin ja nicht mehr, ich fahr schon los. Tja, schön mal im Dunkeln hier. Da ist er noch zurück. Weil aber ich muss sagen, die Karte hat eine gute Performance, ne? Na gut, ist ja auch noch nicht viel drauf. Ja, es gibt aber trotzdem schon Karten, die waren schon deutlich schlechter bebaut gewesen und die hatten trotzdem manchmal eine heftige Performance von. Welche Karte waren denn da so? Klein Neustadt. Klein Nickern. Nee. Klein Nickern. Oh, lebendig. Ah ja. Das ist dann schön wunderbar. Wenn du eine Karte siehst, die du sonst nie gesehen hast, und dann schön bei. Warte mal, wie heißt dein Freund nochmal auf YouTube? Wahrscheinlich. Ist die beste Karte ever. Ja, genau.
Lang dauert's nicht mehr. Alles bezahlt, das ist alles bezahlt, ey. Ja, das ist wirklich so. Die englische Strecke Richtung Betriebshof ein. Alles klar. Und der Fasus fährt hinterher als Verstärker schon. Alles bezahlt hier. Ja, Bio ist hier großer Sponsor gewesen. Ja, genau. Sponsor. Du, ich hätte da nichts dagegen, diese Karte Sponsoring. Performance. So, wir will hier die eingleisige Strecke verlassen. Alles klar, Fasus befährt die eingleisige Strecke zwischen Betriebshof und Hofgarten Nord. Ich wiederhole, eingleisige Strecke gesperrt. Fasus befährt die eingleisige Strecke zwischen Betriebshof und Hofgarten Nord. Ja, das hat schon was. Das hat schon was. Und Abfahrt, Cristiano. Ja, und heute läuft das auch deutlich besser als gestern. Ja, das ist, gestern war einfach der Ansturm halt zu hoch gewesen. Das war eine richtige Belastung für die Server. Und Fahrer hat so... Multiplayer erstmal testen. So, und der Fahrer hat den eingleisigen wieder verlassen. Deswegen habe ich ja gesagt, ja, das wird jetzt so 2-3 Tage, wird das noch. Wollen alle den Multiplayer-Modus, weißt du? Und danach ebbt das so ein bisschen ab, dann verteilt sich das mehr, weißt du? Und dann hast du auch diese heftigen Serverprobleme nicht mehr. Ich habe gehört, die wollen die Server noch verstärken. Ja, sollten sie auch. Ja, das kann schon sein, aber sie sollten das dann auf jeden Fall, wenn spätestens wenn Lotus in den Final Release geht, müssen sie bestimmt da nochmal was machen. Aber weil viele kaufen halt aktuell nicht, weil es ja noch Early Access ist und viele unterstützen keine Early Access und trauen sich nicht und hast nicht gesehen. Also sprich, sobald Lotus dann eventuell den Early Access Modus verlässt. Das wird dann schon cool, auch wenn man dann in Zukunft Leitstellenfahrten in Notlos macht. Oh, das wäre ein Traum. Das wird schon richtig geil. Dann will ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr Leitstelle sein, dann will ich lieber selber mitfahren. Ich bin gespannt, wie später mal die Leitstelle so aussieht, so wie das Ganze so funktioniert. Ja, ich hoffe, du hast dann da auch so ein paar interaktive Bildschirme, wo du dann auch gewisse Dinge einstellen kannst, zum Beispiel Synchron-Event, meinetwegen eine Baustelle oder sowas. Das wäre cool, ja. Na, oder mal auch so ein Unfall, weißt du? So ein. Oder irgendwie Oberleitungsstörung, dass die Bahn nicht mehr fahren können. Ja. Das wäre schon cool, ja. Ich meine, es muss ja. Muss man ja nicht wirklich Daten, obwohl eigentlich so Fahrzeuge platzieren kannst du ja schon. Dass, ja, dann, dass da zum Beispiel so ein Unfall ist oder sowas. Das sollte auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn sie das auf jeden Fall einbauen. Ja. Also jetzt mal das Foto, was ich schon hochgeladen habe, hier fehlt so nicht mal da. Nutzt die da? Aber ich fand's ja cool, dass View-App sich meine Idee einfach stibitzt hat. Die haben es nur besser ausgearbeitet. Was denn? Was sie doch geschrieben hatten, sie haben die ersten Menschen
Das stimmt gar nicht. Ich hatte die ersten Menschen. Naja. Was? Die naja. Figuren hattest du. Ja, und Menschen. Ja, die haben richtige 3D-Menschen. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Und meine Mob war die erste, die die Menschen hier aufgestellt haben. So, Strafe muss sein. Alter. Überholt er mich hier einfach, ja? Haben wir jetzt die 11 oder die 12? Die 12. Wir dann fahren einfach noch die 12 ein paar Runden. Na, ein paar Runden nicht mehr. Wir fahren jetzt die Runde nochmal zurück und dann war es das. Kurzes Vergnügen. Also bei mir steht es noch nicht drin. Nee. Ja, der nächste Livestream steht da schon an, Leute. Der nächste Livestream kommt da schon. Und dann können wir da auch ein bisschen länger hier rumheizen. Wird es an einem Wochenende sein, hoffentlich? Ja, natürlich. Okay. Oh, das ist Belästigung. Jetzt kommst du mit deiner blöden Belästigung. Hallo, wir sind in Koblenz, hier gibt es keine Belästigung. Das sind ja nicht deine Ohren, weißt du, die dann abklingeln. Dring, dring. Was wir nochmal machen könnten? Ah, schade. Das machen wir nächstes Mal, Leute. Und zwar, wenn wir mal im Nebel fahren. Wow. Das alle rutschen dann, oder was? Ja, da machen wir ein Rutschfest. Alles testen, alles austesten. Das mache ich so gerne. Das fühlt sich an, als ob ich Lotus komplett neu entdecke, so weißt du, so mit dem Multiplayer-Modus. Oh, jetzt ist wieder fortgegangen. Hast du schon gesehen? Ja, musst du nicht auf den Knopf drücken, damit das Signal wieder auf Fahrt wird, ne? Und was für einen Knopf muss ich da drücken? Hier unten an der Ampel hast du einen kleinen Schalter. Ich weiß nicht, ob es funktioniert bei der Ampel. Nee, das funktioniert hier nicht. Das ist so ein anderer Schalter. Ja, schade. Aber auf der Diorama funktioniert es. Ach, das ist so mit dieser Anforderung oder was? Ja, ja, an der Ampel direkt musst du drauf drücken. Aha, ist ja interessant. Das kann ich jetzt gar nicht. Ich dachte, Straßenbahnfahrer, verstehst du, sitzen den ganzen Tag und machen den Schalter vor und zurück, so weißt du? Ja, im Normalfall wird das, glaube ich, auch gar nicht genutzt. Ja, das ist wahrscheinlich für Spätfahrten, ne? Also so, wenn halt wirklich... Gibt nee, ja nun viele Ampeln, die sind ja zum Teil auf Dauerrot. Also gerade auch in Spandau, da kenne ich ein paar Ampeln, die sind halt Dauerrot. Und da musst du wirklich... aussteigen aus dem Auto, musst dann halt wirklich denn an diesem Schalter musst du drücken und dann wird die Autoampel erstmal grün. Kannte ich gar nicht. Okay. Aber das kommt im Wallon. Ja, ich bin schon. Komm in Wallung. So, aber jetzt an der Ampel muss ich hier warten, bis ich meine Phase kriege. Komm, bitte nicht auf dem Gedanken lebendig. Na, wer... Ich wer, fahr doch schon! Irgendwer hat Verkehrsregeln missachtet. Ja. Ich habe ihn Vorfahrt gewährt, alles gut. Komm mal, freundlich. Ja, hinter dir war auch die Kamera. Ich weiß, ich bin in der Berliner Auffahrt. Ich bin immer freundlich, der lebendig, aber sonst. Ja, aber es funktioniert wunderbar, also. Das hat schon irgendwas. Es ist dann immer ärgerlich, weißt du, so eine Stunde. Oh. So eine Stunde ist dann immer echt zu wenig. Ja. Na, wirklich viele Runden sind wir jetzt nicht gefahren.
Nee, zwei Runden. Ja, deswegen, also wirklich viele Runden waren es jetzt nicht. Obwohl die Strecke eigentlich nur so kurz ist. Das will man dann sagen, wenn man eine komplette Metro-Linie fährt, die M1, wie lange das denn dauert. Oh ja, Willi-Strecke. Da kannst du manchmal schon... Ja, Willi-Strecke ist schon ein Paradebeispiel, aber später dann auch die M1 oder so, wenn die wenn voll da ist, kannst du ja wirklich Stunden lang verbringen. Ich habe ja eigentlich eher so gedacht gehabt, dass die das vielleicht zu ihrem Einjahres-Special da irgendwie machen. So die erste. Nee, das erste so. Teilstück irgendwie so M1 oder sowas. Ich dachte mir schon, dass der Multiplayer wird. Ja. Ja, weil der am Ende so große Hype wurde, ne? Ja. Das war auch zu erwarten, weil es kamen viele Livestreams, es kamen viele Videos und das hat man auf sich gedacht. Also nicht nur von dir, also von anderen auch. So gespannt, was jetzt die nächsten Updates sind, die für Lotus erscheinen werden. Naja, haben sie doch schon eigentlich doch die Umfrage gestartet. Ja, gut. Und so wie draußen hinausläuft, wird es auf jeden Fall erstmal die simple KI, denn, ne? Macht ja auch irgendwie Sinn. Simple KI. Nein, ich war einer der wenigen, der auf Performance gegangen ist. Performance! Performance! Nein, KI ist besser, weil erst wenn du die KI integriert hast, dann kannst du auch die Performance verbessern. Nein, du kannst aber die Performance von vornherein schon deutlich nochmal anheben. Ja, wie willst du die Performance verbessern, wenn du noch nicht mal weißt, wie viel die KI später an Performance ziehen wird? Indem man irgendwann mal Tram München in 60 FPS flüssig spielen kann. Performance. Ja, Performance ist aber... So, jetzt stell dir, ich weiß ja nicht, bei dem einen oder anderen, der hat denn so 20, 30 FPS da, 20 FPS vielleicht, Tram München und so, jetzt stell dir mal da noch KI vor. Ja, aber trotzdem, ich sag mal so, Performance entwickelt sich immer erst, wenn neue Features drin sind. Das ist einfach so. Es ist wie, wenn du erst die Performance machen würdest und dann meinetwegen die Gleise bauen würdest für Lotus. So ungefähr. Verstehst du, du musst immer erst das Feature bringen und dann kannst du die Performance machen. Na, wir warten es ab. Wenn dann jetzt erstmal Tram München denn Multiplayer tauglich ist. Machen wir dann gleich eine Leitstellenfahrt? Definitiv ja. Also wenn es natürlich, also zum nächstliegenden Wochenende denn halt, ne? Also diesen Freitag wäre das dann, ja. Nein, das glaube ich nicht, dass die das so schnell schaffen. Ich weiß ja nicht, was sie gemacht haben. Man liest ja halt immer nur das ein oder andere, aber was da jetzt genau passiert ist, wahrscheinlich das weiß nur der Entwickler selbst. Ich stelle mich mal aufs Abstellgleis, oder? Nochmal. Stell mich mal aufs Abstellgleis, wie gesagt. Oh. Wenn wir jetzt alle hier, damit der Rest ja auch noch mit hinterherkommt. Ja, ich würde dann mich in die Wände schleifen und stehen hinter Bio. Denk an die Weiße Schweiz. Alter, was soll los? Weiche zu stellen. Ja, das muss Bio machen. Alter, fast verpennt hier. Hättest du mal ein paar Sekunden später sagen müssen. Wer hat das verpennt? Na, du? Nee, ich war bloß ein bisschen schnell gewesen. Na, die Weiche war ganz schön spät, du. Naja, ich mache immer kurz, bevor ich da bin. So, Leute, und damit endet die Folge auch schon wieder.
hier im Online-Modus von Lotus. Oder wollen wir noch bis zum Betriebshof fahren? Nein, nächstes Mal werden wir das Ganze denn mal im Nebel fahren. Da bin ich mal gespannt drauf, wie das funktioniert. Oder ob das funktioniert. Also, wird schon funktionieren. Du stehst übrigens schon drinnen, ne? In dem Abstell. Bei mir nicht. Nein, auf jeden Fall werden wir da definitiv da mal gucken. Aber wie gesagt, das ist dann erst in der nächsten Folge. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, freuen wir uns drüber. Und sonst würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt hier von einer spannenden Folge wieder mal im Lotus Editor. Nee, nicht Lotus Editor, Lotus Online. Meine Güte, der Ton ist schon abgeschaltet. Damit verabschiede ich mich oder wir sagen danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss. Und hoffentlich wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.